Im Fall verzögerter Einzahlung kann an den säumigen Gesellschafter eine erneute Aufforderung zur Zahlung binnen einer zu bestimmenden Nachfrist unter Androhung all seines Ausschlusses mit einem Geschäftsanteil, auf welchem die Zahlung zu erfolgen hat, erlassen werden. Die Aufforderung erfolgt mittels eingeschriebenen Briefes. Die Nachfrist muss in mindestens einem Monat beantragt werden. Nach fruchtlosem Ablauf der Frist. Irgendwas stört mich in meiner Konzentration. Irgendein böser Fluch der Dummheit greift mich an. Ich weiß nicht, was es ist. Ich glaube, es ist das Geld. Es hat irgendwie so Geld-Dinger. Was ist es nur? Oh mein Gott, was haben wir hier? Das ist, oh mein Gott, was ist das? Was ist? Oh Scheiße, was haben wir hier? Ein Bildungsauftrag. Oh mein Gott, ein Doggy. Der Kani, der Hund in Latein. Ich muss mich dem intellektuellen, oh Gott, dieses intellektuelle Niveau, das zerstört mich. Ich muss mich anpassen. Los, ich muss mich anpassen. Scheiße. Scheiße. Oh mein Gott. Also Leute, ich glaube, wir müssen uns dieses Meisterwerk von Bildung angucken. Katja Krasavice, die, man kennt sie, die berühmte Grammy-Gewinnerin Katja Krasavice, familienfreundlicher, werbefreundlicher, jugendfreundlicher Content. Da würde ich sagen, das macht America great again. And we will make America great again. Ich bin der Erste, der dieses Video macht, der ein Reaction-Video auf Katja Krasavice macht. Es hat noch niemand auf diesen großartigen, grandiosen Song garantiert. Also werde ich das hier zum allerersten Mal machen. Die intellektuelle Elite unseres Landes. Reacten. Ich kann mit dieser Mütze keine Kopfhörer aufhaben. Ich muss mir dieses Meisterwerk. Oh Leute. Scheiße. So, Mädels, letzte Karte. Alter. Halt, stopp, Leute. Jetzt hallo, reicht es. Hallo, Black. Nein, jetzt red ich. Ich habe eine richtig, richtig gute Idee. Der gewinnt, darf jemanden aussuchen, der den Pizzaboten verführen muss. Oh, nein. Ja. Na dann, los, zeig. Ich hab gewonnen. Hallo. Und gewinnst du? Grab him by the pussy. Wer möchte freiwillig? Oh, Scheiße. Es ist... Oh mein Gott, auf 87p. Ich muss dieses Meisterwerk in 1080p gucken. Scheiße. Oh mein Gott. Was ist hier?
Ich kann nicht. Aber okay, dann mache ich das mal. Ist es Mr. Morgamer? Seit wann lieferst du Pizza? Boy. Sehr, das geleitet. Really, 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 click, quickly. Und der hat auch dieselbe Mütze auf wie ich. Seht ihr das? Seht ihr das? Das ist ein Trump-Anhänger. Dieses Niveau. Intellektuelles, politisches. Hier ist die Elite der Welt versammelt. Die Elite dieser ganzen Welt. Da setze ich meinen intellektuellen Hut ab für. Ich schaue in deine Augen, wie du merkst, werde ich schwach. Man kennt's, ne? Man kennt's, ich muss meine Facecam kleiner stellen. Man muss dieses Meisterwerk sehen. Ich laufe aus und ich will's jetzt. Ich laufe aus? Läuft bei dir, wirklich. Ich bin in Stimmung und ich will Sex. Was sind das eigentlich für Fingernägel? Weißt du, an was mich die erinnern? Wenn ich so eine... Kennt ihr es, ne? Ihr habt so eine schlechte Phase. Habt euren Nagelklipser. Irgendwie seid so im Urlaub, 6 Monate Australien. Habt euren Nagelklipser vergessen. Dann sehen... Meine Fingernägel auch so aus. Bisschen draufgewichst, so von der Farbe her. Passt. Aber wenigstens das Witch Jair. Diamantenlunge, ne? Also läuft bei dir. Ich lade dich ein, also komm jetzt. Ohne Druck, denn das hier ist kein Contest. Aber komm nicht zu früh, denn sonst verpasst du das ganze Menü. Hey. Mensch, Kinders! Hey Leute, ihr glaubt nicht, was hier gerade abgeht. Katja verführt den... Ja, das glaube ich auch nicht. Pizzaboden. Das ist so geisteskrank. Das müsst ihr euch auf jeden Fall selbst anschauen. Und das, was du willst, ist das, was ich brauche. Gib's mir, Doggy. Katja! Man mag gar nicht glauben, wie tiefsinnig dieser Text ist. Wir wissen alle, dass unsere Frau Krasavice natürlich das Doggybag meint, des Pizzaboten. Da würde jeder dran denken. Auch diese Bewegung deutet ja auf das Doggypack hin, dass er das Essen zum Mitnehmen nach Hause nimmt. Ist doch ganz klar. Ich verstehe gar nicht eine anderslautende Analyse dieses Textes. Gib's mir Doggy, also... Also wirklich, also ich verstehe nicht die Kritik. Das ist doch ein eindeutig harmloser Text. Also wirklich über irgendein Doggypack reden. Also bitte. Gib's mir Doggy. War das gerade
War das gerade hier dieser, also er auf Brothers, ne? Ist so eine Seite. Kenne ich von Freund. Weiß man, ne? Kennt man? Weiß man. Soll da, also bildet weiter. Das ist so ein Herr Sins, nennt er sich. Ist hoch angesehen in der intellektuellen Welt. Das war der gerade. Ja. Klar. Da auch wieder die Pointe dahinter natürlich. Also ich mach's von hinten. Das heißt, ich fange hinten an und fülle die Packung nach vorne. Damit ich nicht, wenn ich vorne das Essen reinmache, mir die Hände schmutzig mache, wenn ich es nach hinten reinlege. Ich verstehe gar nicht andere Deutungsweisen. Liebes Publikum, also bitte. Was hat denn unsere Frau Krasavice, anerkannte, renommierte Sozialbiologin, um es so auszudrücken, denn für eine komische Frisur an? Ich meine, gucken wir uns doch mal und dieses Meisterwerk an. Ich habe hier auch ein Abbild, also Das ist ja Katja. Das sehen wir ja. So, und also diese Frisur ist doch verführerisch. Die sieht halt fast nur so aus. Ich weiß nicht, wie die aussieht. Kennt ihr diese amerikanischen Fahrradlenkräder? Also Fahrräder mit so riesen, ich weiß nicht, wie die heißen, Lowbikes, so Lowbikes, glaube ich, heißen die. So ähnlich sieht ihre Frisur aus ein bisschen. Vor allem, was sind das für andere Leute? Sind das eigentlich auch, also ich denke, ich gehe einfach mal davon aus, klar, das sind Nobelpreisträger. Was, also würde ich jetzt ganz, also klar, kennt man, renommierte Wissenschaftler, Leute, die einen Pulitzerpreis bekommen haben. Die Elite des Landes ist versammelt in diesem Video. Man sieht es. Man sieht es offensichtlich. Doggy ist mein Hobby, du weißt, dass ich Sex will. Es wird jetzt wild, so wie im Sexfilm. Ich find. Ja. Es wird jetzt wild, wie im Sexfilm. Auch hier wieder. Man versteht es. Es wird jetzt wild, wie im Sexfilm. Das ist ja offensichtlich eine abschreckende Zeile. Eine Zeile, die uns zeigen will, wie gravierend das Problem der Sexualisierung der Gesellschaft ist. Wie sexistisch die Rolle des Pornos bereits ist. Frau Krasavice will vermitteln. Sie will nur vermitteln. Du bist sowas von heiß, wenn du mir in meine Pobacke knallst. Lass dich gehen, ich verführe dich. Komm und pack mich an und berühre mich. Siehst du es auch wieder? Dieser ganze Text, dieser ganze Song, er geht auf das Doggypack. Komm, pack mich ein und berühre mich. Natürlich ist damit ja das Essen gemeint, was ich vorher in mein Doggypack geparkt habe. Das berühre ich danach auch.
Ich verstehe gar keine andere Deutung in diesem Text. Also, eindeutig werbefreundlich. Natürlich. Wird schön dieser Abend und ich stelle meinen Namen. Ja, das ist, ich finde es auch schön, wie variierend auch dieser Text ist. Die Frau Krasavice geht immer wieder auf die, das ist ein sozial, also ein Text, der sich an die soziale Gesellschaft wendet. Das, was du willst, das will ich auch. Und was wollen wir alle? Wir wollen Friede. Wir wollen Glück für die Welt. Wir wollen die Umwelt schützen, politische Gewalt vermindern. Das, was du willst, was wir alle wollen, das will sie auch. Katja Krasavice ist eine Weltverbesserin. Das wird doch nur in diesem Text deutlich. Gib's mir, Doggy, gib's mir, Doggy, gib's mir, Doggy. Gib's mir, Doggy, gib's mir, Doggy. Ja, ja, da sehen wir auch wieder, ne? Ich werde schwach, wenn du es mir von hinten machst. Was könnte diese Zeile nur bedeuten? Klar, wir müssen in den hinteren Teilen der Gesellschaft anfangen. Dann wird sie schwach, dann hilft sie auch. Sie ist ein Partisan, eine Frau, die nur helfen will. Reingekuckt. Aber was ich ja tatsächlich, also das finde ich ja sozial, also so kritisch anzusehen. Dieser Mann ist ausgebildeter Kurierdienstfahrer für Lebensmittellogistik. Und er berührt den Boden mit seinen bloßen Händen. Liebe Frau Krasavice, bitte vermitteln Sie nicht das Bild, dass ein Lebensmittellogistikfahrer, der mit Lebensmitteln in Verbindung kommt, einen Boden berühren soll. Das muss ich kritisieren, leider, an diesem Video. Das ist auch der einzige Punkt. Der Rest ist natürlich sozialkritisch, klar. Also, ne, man sieht, es ist ja eindeutig, dieser Song, dieser Text, das ist eindeutig. Es ist auch, wenn man, gehen wir mal auf den Kanal von der Weltverbesserin, so wie der Frau, halt deine Schnauze, von der Weltverbesserin Frau Katja Krasavice. Wir sehen auch, sie tritt in den intellektuellen Hochburgen der Welt auf. Der Kinky Palace in Sinsheim, man weiß es. Dort wird jedes Jahr, versammeln sich dort die Preisträger, der Grimme-Preisträger, des Bambis, der gesamten Weltkultur. Auch das Disco Pam Pam, eine kultivierte Veranstaltung. Man kennt es, es sind Werte und Orte, die diese Frau vertritt, die wir alle vertreten sollten. Ich verstehe nicht die Kritik an dieser jungen Dame. Sie will doch nur helfen. Und ich will ihr auch helfen. Indem ich
Ich werde ihr so helfen, dass ich sogar... Nee. Nee. Ich werde ihr so helfen, dass ich ihr sogar einen Daumen hoch auf dieses Video gebe. Das ist ja ganz klar. Ich gebe ihr diesen Daumen hoch, weil dieses Meisterwerk, es muss gefeiert werden. Es muss in die Welt publiziert werden. Und damit auch mein Plädoyer. Bitte unterstützt die Frau Krasavice. Gebt ihr auch einen solchen Daumen hoch, wie ich es getan habe. Guckt dieses Video. In einer eventuell negierenden Form. Und macht's gut. Denn we need to build a wall around Katja. And who's gonna pay for it? Lucy. Damit, meine Damen und Herren, was für ein besamter Flachshit. Ich werde mir jetzt auf jeden Fall irgendwie, keine Ahnung, so ein Liter Halotan trinken. Wir machen's gut. Ihr macht's gut. Bis dahin. Tschüss. Video ist über 10 Minuten, ne? Yo. Bis dann.